Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Ihnen ja dankbar, lieber Herr Kollege Birkwald, dass Sie die Bertelsmann-Studie, die jetzt ja veröffentlicht wurde, erwähnt haben. Das gibt Gelegenheit, diese mal etwas herauszugreifen und zu beleuchten. Zum einen, die Grundsicherung im Alter ist keine Gleichsetzung mit Altersarmut, sondern die Grundsicherung ist zunächst einmal ein Instrument, gerade vor Altersarmut zu schützen. Das ist das Entscheidende in dem Bereich. Und dazu haben wir sie im Jahr 2003 eingeführt. Und verschmähte und verschämte Altersarmut sollten wir und wollen wir auch dadurch entsprechend beseitigen. Und das ist uns auch in diesem Maße gelungen. Kollege Stracke, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Birkwald? Ja, Herr Kollege Birkwald, bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Kollege Stracke, dass Sie die Frage zulassen. Also, wir wollen das mal festhalten. Seite 549, 550 Ihres Armuts- und Reichtumsberichtes. Da sind vier verschiedene Institute, die eine Armutsquote messen. Und da sind auch ausgewiesen die Armutsquoten für Rentnerinnen und Rentner und Pensionäre. Ich sage Ihnen, bei allen vier Instituten sind die Zahlen von 1995 auf 2014 deutlich gestiegen. Und bei drei von vier Instituten liegen die Armutsquoten von Rentnern mit 17%, 15,9% oder 20,2% signifikant über den Armutsquoten aller. Erstens. Und zweitens, und jetzt kommt meine Frage. Meinen Sie wirklich, dass bei einem bundesweiten durchschnittlichen Bruttogesamtbedarf, so heißt der Fachbegriff, bei Grundsicherung im Alter von 804 Euro, dass man da nicht von Armut reden kann? 804 Euro, davon, da müssen die Menschen alles von bezahlen. Essen, Trinken, Miete, Heizung, Strom, warm Wasser und dann auch noch das, was wir hier gesellschaftliche Teilhabe nennen und was die Menschen draußen Kaffee, Wasser, Bier, Theater, Kino, Oper oder von mir aus auch Schwarzwälder Kirschtorte nennen. Das kann man nicht von 804 Euro bezahlen. Diese Menschen sind arm. Sehen Sie das nicht genauso? Lieber Herr Kollege Birkwald, das Instrument der Grundsicherung im Alter, wie sämtliche Grundsicherungssysteme, soll Menschen ja gerade dann schützen, wenn sie in diese Situation kommen. Und deswegen gibt es hier von Seiten des Staates entsprechend Unterstützungssysteme wie die Grundsicherung im Alter, gerade um vor Altersarmut entsprechend zu schützen. Ja, selbstverständlich. Und genau deswegen haben wir dieses Instrument ja auch tatsächlich geschaffen. Und die Armut betrifft ältere Menschen im Übrigen weitaus weniger als diejenigen Menschen, die bereits im Erwerbsleben stehen. Das zeigt auch die Berichte, die wir haben. Und die Bezieher kleinerer Renten haben im Regelfall sind auch nicht auf Grundsicherung müssen sich auf Grundsicherung verlassen, sondern im Gegenteil gilt, Altersarmut ist in der Regel nicht das Thema, sondern die relativ seltene Ausnahme. So ist es. Altersarmut ist die relativ seltene Ausnahme. Ich will Ihnen dafür mal ein Beispiel nennen. Ja, weil ja alle sehr aufgeregt sind. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wer eine gesetzliche Rente bezieht von weniger als 600 Euro, da würden Sie ja davon ausgehen, dass alle in der Grundsicherung bestehen. Derjenige, der eine gesetzliche Rente bezieht von weniger als 600 Euro, tatsächlich sind nur 6% unserer Rentnerinnen und Rentner in der Grundsicherung. Und das zeigt doch, dass Altersarmut Gott sei Dank in dieser Gesellschaft nicht die Regel ist, sondern die relativ seltene Ausnahme. Und daran sollten wir uns auch messen lassen, dass wir dieses natürlich auch verbessern in diesem Bereich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und aus dieser Bertelsmann-Studie, ich nehme die Wortmeldung vom Herrn Kollegen Birkwald auf zum Thema Bertelsmann-Studie, weil er diese erwähnt hat. Und die beste Politik für ein gutes Leben in Deutschland ist natürlich eine gute Arbeitsmarktpolitik und Bildungspolitik.
Und Altersarmut lässt sich eben am sinnvollsten präventiv bekämpfen durch sichere und ordentlich bezahlte Beschäftigung. Da haben wir in dieser Wahlperiode viel getan, auch mit dem Mindestlohn, mit der Stärkung der Sozialpartnerschaft und vielen mehr. Und es geht vor allem darum, Reparaturmaßnahmen zu vermeiden. Diese sind nicht vordringlich. Und deswegen geht es darum, dass wir beim Arbeitsmarkt auch darauf achten, dass wir den Rahmen weiterhin hochhalten, keine Steuererhöhungen machen, wie es beispielsweise jetzt die SPD vorgeschlagen hat, sondern ganz im Gegenteil, jetzt ist Zeit für Steuerentlastungen für alle. Und dafür ist auch der entsprechende Rahmen da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit 2005 sind die Arbeitnehmerentgelte stärker gestiegen als die Gewinneinkommen. Der Kollege hat dir bereits darauf hingewiesen. Auch die Reallöhne sind im Übrigen spürbar gestiegen. Und jetzt hat ja die Ministerin darauf hingewiesen, dass die unteren 40% der Beschäftigten 2015 real weniger verdient haben als Mitte der 90er Jahre. Da lohnt auch da mal ein genauer Blick in die Dinge. Denn Tatsache ist, dass genau diese Lohnsenkungen im Reallohnbereich im Zeitraum zwischen 1993 und 2007 stattgefunden haben. Also die Zeit, bei der genau die SPD im Wesentlichen regiert hat, das ist der Zeitpunkt, wo es zu diesen Einbußen in diesem Bereich kommt. Und seit 2009, gerade seit der Wirtschaftskrise, als wir regieren, als Union, sind die Reallöhne kräftig gestiegen. Das zeigt, Politik muss man richtig machen. Und wir tun dies auch von Seiten der Union. Und erstmals seit dem Jahr 1993 ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen unter die 1-Million-Marke gesunken. Auch das ist etwas, das wir sagen können, richtig in diesem Bereich gehandelt. Wenn wir uns die Altersarmut anschauen, ja, von Rentnerinnen und Rentnern, dann ist es unser gemeinsames Ziel, solches natürlich zu verhindern. Auch da blickt sich oder ist ein Blick gut in die Situation, wie sind die Renten gestiegen in den letzten 10 Jahren. In Westdeutschland um 15,9% und im Osten sogar um 24,1%. Das zeigt also, die Renten sind gut gestiegen, trotz eines sinkenden Rentenniveaus von 6,4% haben wir eine Steigerung in Ostdeutschland beispielsweise von 24,1%. Das zeigt auch da, die Situation ist anders, wie so oft in diesem Bereich behauptet. Die Renten steigen und das ist tatsächlich gut. Und das kommt auch bei den Rentnerinnen und Rentnern in diesem Land an. Und Altersarmut, ich habe darauf hingewiesen, sollten wir am besten zielgenau bekämpfen. 3/4 derer im Übrigen, die mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze Grundsicherung beziehen im Alter, waren auch unmittelbar vor Eintritt des Rentenalters bereits Grundsicherungsleistungsempfänger, sei es ALG II, sei es Erwerbsminderung oder Sozialhilfe. Und das bedeutet, die Ursachen liegen offensichtlich schon weit vor dem Rentenalter und Renteneintritt. Und deswegen müssen wir sehr zielgenau an diesen Themen gerade arbeiten. Ich meine den Übergang von Schule und Beruf, die betriebliche Weiterbildung und natürlich auch, dass wir die gesamten Bedarfsgemeinschaften noch verstärkter in den Blick nehmen. Wir haben hier in Bayern ein hervorragendes, funktionierendes Modellvorhaben Tandem, das genau zusammen mit den Kommunen versucht, die gesamte Bedarfsgemeinschaft in den Blick zu nehmen und hier gute Lösungswege zu machen. Genau das sind die Ansätze, die wir in diesem Bereich letztendlich verstetigen sollten. Und interessant ist ja, dass die Bertelsmann-Studie ja genau gesagt hat, das, was Sie nämlich ausgelassen haben, Herr Birkwald, Sie haben sich auf die Erwerbsgeminderten bezogen, wo wir jetzt viel getan haben in dieser Legislaturperiode. Aber Sie haben einen Aspekt ausgeblendet, nämlich, dass ein höheres Rentenniveau für alle, die vor allem Sie, aber auch die SPD ja fordern, kein taugliches Mittel ist zur Vermeidung von Altersarmut. Das ist der entscheidende Befund der Bertelsmann-Studie in diesem Bereich. Es hat eher einen Symbolwert, aber es ist Politik mit der Gießkanne, die nicht treffsicher Altersarmut bekämpft und dazu auch noch
unglaublich viel kostet in diesen Bereichen. Die kumulierten Kosten belaufen sich auf hier rund mindestens 100 Milliarden Euro, die wir in diesem Bereich aufwenden müssen. Und schauen wir uns mal die 530.000 Menschen an, die Leistungen der Grundsicherung im Alter beziehen. 25% davon haben keinerlei Rentenansprüche und 40% beziehen eine Rente von unter 400 Euro. Und diese Menschen haben nichts, aber auch gar nichts von den Rentenplänen von Martin Schulz. Und tatsächlich profitieren nämlich diejenigen, die lange gearbeitet haben, gut verdient haben, aber die haben in der Regel nichts mit Altersarmut zu tun. Ich würde sagen, am Thema vorbei die Vorschläge gelegt. Genauso als nichts anderes wie eine Wiederholung der Rente mit 63 in diesen Bereichen. Und auch da die Vorschläge zur Solidarrente, die hier unterbreitet wurden, genau der gleiche Befund von Seiten der Bertelsmann Stiftung, nicht zielführend in all diesen Bereichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahlen lügen nicht. Deutschland geht es so gut wie nie, die Wirtschaft brummt, die Löhne steigen Monat für Monat und 6 Millionen Personen haben sich um diese Zahl die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten insgesamt erhöht. Und das Besondere und erfreulich ist, dass sich die Arbeitslosigkeit halbiert hat und die Jugendarbeitslosigkeit sogar um rund 60%. Und die Einkommensungleichheit ist seit 2005 nicht mehr gestiegen. Die Vermögensungleichheit ist rückläufig, die Mittelschicht stabil. Und vor allem wichtig ist, Menschen, die die Unterstützung des Staates brauchen, erhalten sie auch. Soziale Transferleistungen wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung für Ältere senken das Armutsrisiko für die Menschen. Das ist der zentrale Befund des 5. Armuts- und Reichtumsberichts. Das heißt, der Sozialstaat in Deutschland wirkt. Und der Umfang der sozialen Leistungen in Deutschland liegt mittlerweile bei über 888 Milliarden Euro pro Jahr. Die Sozialausgaben des Bundes sind von rund 145 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf über 170 Milliarden in diesem Jahr gestiegen. Und jetzt hat ja das Bundeskabinett auch hier den Bundeshaushalt für 2018 und die Finanzplanung bis 2021 beschlossen. Und hier sieht man auch eine weitere Steigerung der Sozialausgaben. 2021 werden diese bei 186 Milliarden Euro liegen. Das heißt, die Gesamtausgaben des Bundes hiervon über 52% gehen in den Bereich des Soziales. Das zeigt, wir sind ein leistungsfähiger Sozialstaat in all diesen Bereichen. Und entscheidend ist auch, in den letzten 12 Jahren, als die Union regiert hat, haben wir alle wirtschaftlichen Prognosen immer wieder nach oben korrigiert. Das sei all denjenigen gesagt, die sich darauf verlassen, wie die Prognosen in Zukunft sind. Im Gegenteil, wenn man sich das anschaut, wir sind beim Beitragssatz deutlich besser. Wir sind deutlich besser, was beispielsweise das Rentenniveau angeht. Diese steigt nämlich wieder. Das bedeutet gute Wirtschaftspolitik. Das ist letztendlich eine gute Sozialpolitik. Daran wollen wir festhalten unter Führung der Christlich-Sozialen Union, unter Führung der CDU. Und in diesem Sinne freue ich mich darauf, dass wir auch in der nächsten Wahlperiode hier jetzt darum kämpfen, eine Vertragsverlängerung zu bekommen und vor allem dafür, dass wir die unionsgeführte Bundesregierung erneut stellen werden mit den besseren Konzepten für Deutschland. Herzliches Dankeschön. Der Kollege Markus Kurt hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.